Guten Morgen aus Singapur. Ich bin hier in meinem Hotelzimmer. Jetzt sammle ich alles zusammen und jetzt werde ich jetzt einpacken und dann geht's los zum Flughafen. Ja, ich soll heute weiter nach Hongkong fliegen. Dort gibt es natürlich diese große politische Kundgebungen. Also ich hoffe, dass alles gut läuft. Ich habe im Internet geguckt und es wird nichts bei der Fluggesellschaft gesagt nach dem Motto, man soll nicht fliegen. Also wir werden mal sehen, wie es geht. Ich habe gerade jetzt eine Mitarbeiterin gemailt, drüben in Hongkong, weil ich ein bisschen Angst davor habe, dass es problematisch sein könnte, vom Flughafen raus in die Stadt zu fahren. So gewöhnlich fahre ich mit der U-Bahn, aber wir werden mal sehen, ob alles läuft. Sie meinte doch noch. Also, der Flug dauert ungefähr 4 Stunden, ein bisschen über 4 Stunden. Und dann komme ich so gegen 5 Uhr Nachmittag in Hongkong an. Dieses Mal wird der Flug vom Büro bezahlt, also deswegen bin ich nicht ganz hinten. Und es gibt hier so fast niemanden, so sehr angenehm. Es könnte natürlich sein, dass es nur Verrückte, die nach Hongkong zurzeit fliegen wollen. So eine Vorspeise hier. Nicht schlecht. Das Hauptgericht. Zum Nachtisch gibt es leider Eis. Also wir kommen jetzt in Hongkong an, aber wer weiß, was uns hier erwartet. Jetzt bin ich hier in Hongkong bei der Gepäckaufnahme und ich warte auf meinen Rucksack, aber eine Kollegin von mir hat gerade jetzt angerufen, zu sagen, dass es schwierig sei im Zentrum der Stadt, ja, und dass es nicht klar ist, ob ich zum Hotel komme oder nicht wegen der Demonstrationen. Und ich soll jetzt auf einen zweiten Anruf von hier warten. Also, jetzt bin ich durch die Passkontrolle gekommen und durch die Zollen ohne Probleme. Aber die Kollegin hat mir angerufen zu sagen, dass es geht nicht weiter von hier in die Stadtmitte. Und sie hat für mich so ein Zimmer in einem Hotel hier im Gebiet des Flughafens gebucht. Also jetzt bin ich auf der Suche nach diesem Hotel. Jetzt komme ich zum Hotel. Ich musste fragen, wohin, obwohl ganz hier in der Nähe ist, glaube ich. Also vorübergehend bin ich in diesem Hotel ja jetzt hier am Flughafen und das Zimmer ist geht, glaube ich, würde ich sagen. Nicht so gut als das Zimmer in Singapur, aber das ist nur für eine Nacht sowieso. Was haben wir dann hier? Also das Badezimmer natürlich. Und dann so, man hat einen Wasserkocher hier, um Tee zu machen natürlich, und das Bett und einen guten, also einen Schreibtisch mindestens, wo ich später dann Video eigentlich bearbeiten kann. Ich habe meinen Blogpost für diese Woche jetzt fertig geschrieben, aber ich wollte den ganzen Abend oben im Hotelzimmer nicht verbringen. Also jetzt ein bisschen spazieren und dann schon schlafen. Ich habe mich für einen schnellen Salat hier im Flughafen entschieden. Es ist schon fast 23 Uhr, also ziemlich spät. Also, der Blog-Eintrag von mir ist endlich veröffentlicht worden. Jetzt kann ich schlafen gehen. Morgen dann geht's weiter. Ich ziehe um ins andere Hotel. Hoffentlich wird's in der Stadtmitte hier in Hongkong morgen ruhig sein. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!